Radio SAW. Corona nachgefragt. Die Corona-Pandemie bestimmt nun schon seit 2 Monaten unseren Alltag. Die Situation ist bislang nicht aus dem Ruder gelaufen. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitswesens in Deutschland ist ausgeblieben. Die Fragen werden immer lauter, ob die Einschränkung unseres Lebens so richtig oder vielleicht doch überzogen war. Wie wird es weitergehen? Welche Lockerungen können wir uns jetzt leisten? Welche langfristigen Folgen wird Corona für die Gesellschaft haben? Darüber unterhalte ich mich ausführlich mit Professor Stefan Homburg, Finanzwissenschaftler der Leibniz-Universität Hannover. Er sagt, der Lockdown war nutzlos und überflüssig. Wir werden großen Schaden nehmen, nicht durch das Virus, sondern durch die Politik. Professor Homburg, Sie gelten als einer der schärfsten Kritiker der sogenannten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, speziell des Lockdown. Wie sind denn so bislang die Reaktionen ausgefallen? Bekommen Sie da eher Hassnachrichten jetzt oder Bestätigung? Also als ich in der letzten Woche begonnen habe, öffentlich Kritik zu äußern, da hatte ich 2 oder 3 kritische E-Mails. Davon wenig inhaltliche, sondern so im Grunde Beleidigungen. Das ist jetzt seit einigen Tagen vollkommen weg. Bekommen so an die 100 E-Mails pro Tag. Interessanterweise überwiegend aus dem medizinischen Bereich. Also von Ärzten und Krankenschwestern, die sagen sinngemäß, gut, dass endlich mal einer was sagt. Wir werden nicht gehört. Wir schreiben uns die Finger wund, schreiben Leserbriefe, schreiben an die Abgeordneten. Alle ignorieren uns. Bevor wir auf diesen Stimmungsumschwung vielleicht auch noch zu sprechen kommen, würde ich Sie aber noch mal bitten, Ihre These vielleicht noch mal zu erläutern. Vielleicht kennt sie auch noch nicht jeder. Sie hatten ja in mehreren Interviews gesagt, der Lockdown, der war überflüssig, weil wirkungslos. Erklären Sie uns das doch bitte noch mal. Ja. Meine These ist, dass das Ganze eine künstliche, erzeugte Hysterie ist. Warum sie erzeugt wurde, weiß ich nicht. Die überwiegende Meinung jetzt in der weltweiten Literatur geht dahin, dass Corona ziemlich genau so wie Influenza wirkt. Das heißt, das, was wir haben, ist gemessen dann an der Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen und der sehr wenigen Todesfälle, ist so vergleichbar mit einer Grippewelle. Es ist für normale Menschen ungefährlich, und wenn man aus irgendwelchen Gründen ein geschwächtes Immunsystem hat, dann kann es eben einen schweren Verlauf nehmen, auch einen tödlichen Verlauf. Das Durchschnittsalter derjenigen, die gestorben sind mit einer Corona-Diagnose, ist 82 Jahre. Das heißt aber nicht, dass sie an Corona gestorben sind. Das heißt noch nicht mal, dass sie mit Corona gestorben sind. Das heißt nur, dass ein Test, dessen Genauigkeit man nicht kennt, weil der nicht validiert ist, bei ihnen angeschlagen hat. Solche Tests hat man oft bei Schwerkranken im Endstadium gemacht. Zum Beispiel der erste sogenannte Corona-Tote in Schleswig-Holstein. Das war ein 78 Jahre alter Palliativpatient. Also er wurde nicht mehr behandelt. Er lag im Sterben, hatte Speiseröhrenkrebs. Dann hat man kurz vor dem Tod diesen Test gemacht. Der Test hat angeschlagen und das wurde dann verkauft als ein Corona-Toter. Dann hört man aber immer wieder, wir haben diese vergleichsweise geringen Probleme, die durchaus sehr beherrschbaren Zahlen, weil wir so früh reagiert haben, weil wir diesen Lockdown eingeführt haben, weil wir die Kontaktbeschränkungen eingeführt haben. Das ist der Grund dafür, dass wir es sehr gut beherrschen können. Stimmt das nicht? Das kann man eindeutig widerlegen mit vielen Zahlen. Die Zahlen geben das nicht her. Der Höhepunkt der Infektionen mit Corona war ganz klar in der ersten Märzhälfte, bevor ein Lockdown überhaupt in Kraft trat. Wichtig ist aber noch, wir haben ja andere Länder, es gibt ja andere Länder in der Welt, wie Südkorea, Taiwan, Schweden, die haben alle keinen Lockdown gemacht. Bei uns hat man den Menschen Angst eingejagt und ihnen gesagt, entweder ihr akzeptiert, dass eure Grundrechte eingeschränkt werden oder die Zahl der Toten wird hier exponentiell steigen. In einem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums findet man eine Voraussage, dass ohne einschneidende Maßnahmen es hier 1,2 Millionen Tote in Deutschland geben wird, was bar jeder Realität ist.
Wir werden in Deutschland vielleicht so auf ungefähr 6.000 Menschen kommen, die im Alter von über 80 gestorben sind und bei denen der Test angeschlagen hat. Und das klingt natürlich auch erstmal viel, aber bei uns sterben jeden Tag 2.500 Menschen in Deutschland. Jeden Tag. Wir hören auch immer wieder so in den Argumenten, ja, alles muss sich ja doch der Gesundheit der Menschen unterordnen. Die Wirtschaft, die muss sich jetzt mal hinten anstellen. Was halten Sie denn grundsätzlich davon, diese beiden Faktoren Wirtschaft und Gesundheit gegeneinander zu stellen, gegeneinander aufzurechnen? Also das ist eine umstrittene Frage, aber hier auch überhaupt nicht der Punkt. Denn es ist vollkommen klar, dass durch diese überzogenen Maßnahmen wesentlich mehr Menschen sterben, als gerettet werden. Ich habe gerade einen Brief von einem Menschen, ich will ihn anonym lassen, aus Niedersachsen bekommen. Sein Vetter, der hat eine Krebserkrankung gehabt, einen Prostatatumor, und deshalb wurde, weil das gefährlich war, eine Operation angesetzt. Dann hat man wegen dieses Corona-Wahns die Operation abgesagt. Die Krankenhäuser waren in den letzten Wochen, also Intensivstationen, aber nur zu ungefähr 20% ausgelastet, waren leer. Es haben Krankenhäuser Kurzarbeit gemacht. Inzwischen hat man dem Krebskranken jetzt mitgeteilt, er wird demnächst operiert. Inzwischen hat er aber Blut im Urin, und das bedeutet eine ungünstige Prognose. Weil die Intensivstationen, in denen monatlich zigtausend Leute behandelt werden, praktisch alle freigehalten wurden aufgrund dieser Irrationalität, sind auf jeden Fall mehr Menschen gestorben, als gerettet wurden. In Zukunft wird sich das Problem verschärfen, denn die Wirtschaft ist jetzt so zerstört worden, dass man im Gesundheitssystem wird kürzen müssen. Das ist vollkommen klar, denn man kann den Anteil der Gesundheitsausgaben an der gesamten Wertschöpfung nicht beliebig heraufschrauben. Nun kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass Menschen, die politisch Verantwortung tragen, die ja nachgewiesenermaßen sicherlich keine dummen Menschen sind, warum die solche falschen Entscheidungen treffen sollen. Dafür muss es doch Gründe geben. Also in den sozialen Netzen wird ja ausreichend über Gründe spekuliert. Eines Teils wird gesagt, das Ganze könnte ein politischer Angriff Chinas sein, der ja im Grunde gezeigt hat, dass die ganzen tollen Werte und Grundrechte bei uns, die wir immer so gelobt haben, dass die nichts wert waren. Andere sagen, dahinter steckt eine Impfstoffkampagne, gesteuert von Bill Gates. Ich muss Ihnen Folgendes sagen, ich bin Wissenschaftler. Ich habe einen wissenschaftlichen Aufsatz auch jetzt veröffentlicht, aus dem hervorgeht, diese Maßnahmen sind unnötig, schädlich und falsch. Warum man die Maßnahmen ergriffen hat, weiß ich nicht. Und das ist meines Erachtens mehr eine Aufgabe für Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaften, die aufzuklären haben, welche Fehler da bei der Bewältigung gemacht wurden. Nun scheint sich ja der Wind durchaus zu drehen. Sie haben das ganz am Anfang schon angesprochen. Die kritischen Stimmen werden lauter. Der Bundestagspräsident Schäuble sagt auch, dass jeden Menschen das Leben retten zu wollen, den Tod abzuwenden, das kann man so als Ziel gar nicht so unkommentiert stehen lassen. Wenn etwas in Deutschland unantastbar ist, dann laut Grundgesetz die Würde des Menschen. Also die Stimmen mehren sich, sie werden lauter. Hat es dann offensichtlich doch was genützt, dass es Mahner gab, oder ist das einfach jetzt die Einsicht, die langsam einsickert? Also es ist einfach so, dass es eine internationale Diskussion gibt, der wir uns nicht entziehen können, wonach mit jedem Tag sich die Evidenz häuft, Corona ist wie Grippe, hat auch dieselben Wirkungen wie Grippe. Also wenn ein junger, gesunder Mensch an Grippe erkrankt, dann liegt er vielleicht ein paar Tage im Bett. Aber wenn ein schwer krebskranker 80-Jähriger erkrankt, dann kann er an Grippe, Corona, Harnwegsinfektion oder dergleichen einfach sterben. Und ich finde das sehr gut, was Herr Schäuble gesagt hat. Denn wenn man mal zu Ende bedenkt, was heißt es, dass man das Ziel, Menschen, die schon die Lebenserwartung überschritten haben, müssen auf jeden Fall noch zusätzliche Lebenstage bekommen, wenn man dieses Ziel verabsolutiert. Dann kann man im Grunde auch nicht mehr sowas wie Autoverkehr oder Verkehr überhaupt befürworten. Man kann keine Freizeit befürworten wegen tödlicher Freizeitunfälle.
und auch keinen Beruf, keine Wirtschaftstätigkeit wegen Arbeitsunfällen. Das heißt, es ist vollkommen Irrsinn, bei winzigen Fallzahlen dieses Ziel der Lebenszeitmaximierung derart einseitig in den Vordergrund zu rücken. Das machen wir sonst auch nicht. Haben Sie kein Herz? Ich habe ein Herz, aber eher für die Leute, die ich eben zitiert habe, die jetzt sterben. Meine Frau, die musste selber in dieser Zeit eine Gehirnoperation machen. Und die ist nur gemacht worden, weil es in einer Privatklinik war. Und es hat Gott sei Dank geklappt. Und ich habe mir überlegt, was ist mit den ganzen gesetzlich Versicherten? Die hat man einfach brutal weggeschickt aufgrund einer unverhältnismäßigen Anordnung der Bundes- und Landesregierung. Herr Homburg, was glauben Sie, welche Rolle auch Bilder gespielt haben? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, 2015, 16, die Flüchtlingskrise. Da war es dieser kleine syrische Junge, der in der Türkei da am Strand lag. Jetzt bezieht man sich immer wieder auf die Bilder der LKWs, die Särge aus Bologna herausgefahren haben. Diese Macht dieser Bilder, spielt die auch eine Rolle? Also was auf der einen Seite eine Rolle spielt, ist die Macht der Bilder. Ich habe auch viele E-Mails aus Italien bekommen und die sagen mir was ganz anderes. Die sagen, das italienische Gesundheitssystem ist mit dem deutschen überhaupt nicht vergleichbar. Weil dort Antibiotika verschreibungsfrei sind, bestehen wahnsinnig hohe Multiresistenzen. Man hat mir gesagt, dass diese Zustände in Bergamo es auch in den Vorjahren gegeben hat, bei normalen Grippewellen. Nur ist das hier nicht berichtet worden. Und schließlich hat mir ein Leser geschrieben, ich konnte das nicht überprüfen natürlich, aber Journalisten sollten es überprüfen, dass im Januar in Bergamo Massenimpfungen gemacht wurden gegen Meningokokken. Und diese Impfungen schwächen natürlich enorm das Immunsystem. Es könnte auch eine Erklärung sein, warum es sich dort so geballt hat. Das wird alles untersucht werden müssen. Aber der zweite und vielleicht wichtigere Grund, warum die Stimmung jetzt so lange so einseitig war, ist, dass im Grunde abweichende Meinungen ganz unterdrückt wurden. Also normale Fachleute, und damit meine ich jetzt Ärzte, Krankenschwestern, auch Universitätsprofessoren für Epidemiologie, die ja so gut wie überhaupt nicht erscheinen, es erscheinen ja nur Virologen, die haben sich entweder nicht äußern können, oder ich denke, dass viele der Big Shots sozusagen sich auch aus Opportunismus nicht geäußert haben. Die Leute, die am stärksten sich geäußert haben, wie Herr Dr. Wodak oder Herr Kollege Bakti, das sind alles Leute im Ruhestand, während die Aktiven Angst haben vor sozialer Ausgrenzung und Verlust der Forschungsgelder. Gewusst haben das, was ich jetzt öffentlich gesagt habe, viel mehr Leute. Herr Homburg, schauen wir auf den aktuellen Stand. Wir befinden uns jetzt auf diesem Weg heraus aus diesem Lockdown. Verstehen Sie denn eigentlich, welche konkreten Ziele bei den Infektionszahlen, bei den zahlreichen Statistiken im Moment noch konkret verfolgt werden, dann eben als Ausgangspunkt für das Handeln der Regierenden? Wir hören ja immer wieder neue Zielsetzungen. Verstehen Sie es noch? Ich verstehe es nicht in dem Sinne, dass ich irgendwas höre vom RKI oder von der Bundesregierung, was irgendwie Sinn ergibt. Der Bevölkerung wird nie in den Nachrichten gezeigt oder auch vom RKI, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Und die entwickeln sich so, dass die täglichen Neufälle am Anfang gestiegen sind und jetzt schon seit langem fallen, sodass wir die typische Wellenfigur haben, die man Grippewelle nennt. Das heißt, die ganze Sache ist zu Ende und abgeklungen. Sachlich richtig wäre es, wenn jetzt alle Beschränkungen sofort aufgehoben würden und dem Spuk ein Ende gemacht würde. Nun hören wir dann die Bundeskanzlerin, die uns jetzt schon zweimal richtig ausgeschimpft hat. Wenn wir jetzt nicht, dann aber. Und dann gibt's ein paar auf die Finger. So was bei mir. Wie kommt denn sowas bei Ihnen an? Es ist vollkommen irrational. Also es ist absolut nicht zu verstehen. Es entspricht natürlich einem Herrschaftsmuster von Frau Merkel, dass sie im Grunde Herrschaft durch Angst ausübt.
Da erinnern wir uns an so Sprüche wie scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Wenn wir nicht die Banken mit euren Steuergeldern retten, dann werdet ihr alles verlieren. Es ist immer dasselbe Strickmuster. Was Frau Merkel sagt, ist komplett unwahr und irrational. Auch hier betreibe ich keine Motivforschung, warum sie das eigentlich macht. Ich kann nur als Wissenschaftler sagen, wenn ich eine Infektionswelle sehe, die im März aufgeebbt ist und jetzt wieder abebbt, dann kann ich nicht sagen, wir haben das Schlimmste erst vor uns. Es ist völlig irrational. Ebenso irrational ist, wenn man sagt, es wird jetzt eine zweite Welle kommen. Ja, woher denn? Herr Drosten hat ja zunächst vorhergesehen, das wird hier ganz schrecklich in Deutschland. Das war unwahr. Dann hat er gesagt, es wird jetzt in China eine zweite Welle kommen. Das war unwahr. Jetzt sagt er, in Deutschland wird jetzt die zweite Welle kommen. Und das kommt in alle Medien. Und ich verstehe nicht, warum. Naja, die Zustimmung für die Bundespolitik ist ziemlich groß. Ja, so groß wie seit langem nicht. Wenn man jetzt den Umfragen glaubt, dann sind im Moment die am beliebtesten, die härtesten Maßnahmen fordern. Gucken Sie nach Bayern zu Herrn Söder. Also die Umfragewerte, die sagen ganz eindeutig, ja, je härter du jetzt auftrittst gerade, umso mehr Zustimmung bekommst du bei der Bevölkerung. Das geht natürlich an Politikern ja wahrscheinlich nicht spurlos vorüber. Das ist richtig. Die Umfragewerte sind aber Werte der Vergangenheit und beruhen auf einer Zeit, als die Bevölkerung völlig verängstigt war. Jetzt kommen vereinzelt und immer stärker die wahren Tatsachen in die Medien. Und damit wird sich die Stimmung in der Bevölkerung vollkommen umdrehen. Und ich kann den Politikern, die im Moment immer noch den harten Sheriff geben, nur raten, von dem Kurs abzukommen, denn damit werden sie untergehen. Herr Professor, Sie sind Finanzwissenschaftler. Wir müssen natürlich auch nochmal über Geld reden. Die Politiker machen ja immer wieder den Eindruck, wir federn das alles ab. Wir steuern gegen, indem wir riesige Summen jetzt an Geld locker machen. Geld, das irgendwie vor der Corona-Krise, wenn man die so nennen darf, nicht da war. Wo kommt denn diese irrsinnigen Summen jetzt eigentlich her? Das sind Hunderte an Milliarden von Euro. Ja, also nur im Inland. Und außerdem sollen riesige, noch gar nicht festgezurrte Summen ins Ausland fließen, an Italien, Spanien und dergleichen. Ein Punkt, der mich als Wirtschaftswissenschaftler sehr ärgert, ist, wie sich insbesondere die Bundesminister Scholz und Altmaier als gute Onkel vor die Kameras stellen und dann sagen, wir sind so nett, euch zu helfen. So als wäre es ihr Geld. Aber der Staat hat überhaupt kein Geld. Wenn wir uns den Staatshaushalt angucken, Bund und Länder und Gemeinden sind zusammen mit ungefähr 2.000 Milliarden Euro verschuldet. Die können also nichts aus einer Rücklage entnehmen. Man wird jetzt die Schulden weiter erhöhen. Und es ist vollkommen klar, abzahlen werden diese Schulden die Bürger. Es wird also nicht vom Staat netterweise etwas den Bürgern gegeben, sondern es wird vom Staat nur zwischenfinanziert. Ich habe mich jahrzehntelang immer für solide Staatsfinanzen ausgesprochen, aber dieses Thema, Herr Rössler, kann man jetzt im Grunde beenden. An den Summen, die jetzt aufgebaut werden, werden wir so lange tragen, das Ende werde ich gar nicht erleben. Das wäre jetzt die Frage gewesen, wann können wir dieses Geld jemals zurückzahlen? Ich kann es mir auch nicht so wirklich, ich kann mir diese Zahlen schon gar nicht vorstellen. So viele Nullen von einem Euro, das fasst ja kein Mensch mehr. Ja. Sie sind ja nun ein Zahlenmensch, denke ich mal eher. Jetzt möchte ich Sie aber auch mal noch zum Abschluss nach Ihrem Bauchgefühl fragen. Wo werden wir in einem Jahr stehen? Ist dann alles so wie früher? Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, das lässt sich so nicht reparieren, denn wenn erstmal der Bevölkerung klar ist, dass das Ganze im Grunde eine reine Hysterie war, wenn die Leute das rausbekommen, würde es einen riesigen Vertrauensverlust in den Staat und seine Institutionen geben. Außerdem weiß man nicht, was die Politik jetzt im Weiteren vorhat. Es wird ja immer wieder gedroht, dass man diesen Lockdown dann gegebenenfalls noch wiederholen will, wenn die Bürger nicht stramm stehen.
Also unser politisches System in Zukunft wird eher so sein wie das Chinas und nicht mehr so wie Bundesrepublik Deutschland 1990 bis 2020. Ja, vielen Dank. Viel Stoff zum Nachdenken für unsere Hörer. Schönen Dank an Sie. Das war Professor Stefan Homburg, Finanzwissenschaftler der Leibniz-Universität in Hannover. Vielen Dank für die Aussagen. Wir werden lange drüber nachdenken. Dankeschön. Ja. Radio SAW. Corona nachgefragt.